we make the streams louder. Servus Leute, und zwar willkommen wieder zu einem neuen Video. Heute möchte ich mit euch gemeinsam einen D50B0 Motor zerlegen. Ganz klassischer Derby-Motor, ist von 2006 bis heute wieder gebaut. Und ja, ich habe mir gedacht, wir machen da mal ein Video, weil das relativ häufig gefragt wird. Wie man so einen Motor zerlegt, ist eigentlich absolut gar keine Hexerei. Wir brauchen ein paar Spezialwerkzeuge. Wir haben einmal, ihr braucht, sage ich mal, einen normalen Ratschenkoffer, damit kommt man schon mal sehr weit. Ich tue auch gern mit so einem kleinen Akkuschlagschrauber arbeiten. Macht das Ganze einfach nur viel schneller, als wenn man das von Hand aufschraubt. Wir brauchen dann als Spezialwerkzeug einen Polradabzieher, damit wir die Zündung abziehen können. Wir haben einen Kolbenstopper, damit können wir dann den Motor blockieren, damit wir gewisse Sachen aufbringen. Hier haben wir dann so einen ganz eigenen Hauptzieher für das Primärrätsel. Kann man theoretisch mit einem 2- oder 3-Arm-Abzieher auch machen. Dadurch, dass wir relativ viele Motoren machen, nehmen wir sowas, funktioniert einfach leichter. Dann habe ich hier ein selbstgebautes Spezialwerkzeug, ist quasi ein Abzieher bzw. so ein Ausdrücker, damit können wir die Motorblockhälften leichter spalten, plus die Kurbelwelle auspressen. Und dann brauchen wir nicht so viel mit einem Schonhammer oder so arbeiten, sondern können das wirklich sauber auseinanderpressen. Dann Sägeringzange, kann man jetzt nicht unbedingt als Spezialwerkzeug zählen, aber braucht man für einen Sägering im Motor. Und wir haben hier ein Einhaltewerkzeug für die Kupplung, damit wir die Kupplung quasi die Trommel blockieren können, damit wir das dann halt öffnen können. Ja, ich habe mir gedacht, wir werden das in Echtzeit filmen, also nicht mit Zeitraffer, nicht irgendwie mit irgendeiner Stimme drüber gelegt, sondern wir machen das einfach komplett offen. Hier haben wir den Motor aufgespannt und dann hätte ich gesagt, fangen wir an. Kamera werden wir noch ein bisschen umswitchen, die Position, und ja, dann hätte ich gesagt, zerlegen wir den Motor und viel Spaß bei dem Video. So, dann zerlegen wir den Motor. Wir fangen an, dass wir das Getriebe ablassen. Dafür brauchen wir eine 14er Schlüsselweite. Wir haben insgesamt zwei Ablassschrauben bei dem Motor. Eine sitzt am Kupplungsdeckel, eine unten am Motorblock. So, dann können wir den Motor schwenken. Und in dem Fall wurde das Getriebe schon abgelassen. Dann können wir die Schrauben auf die Seite legen. 14er Schlüssel brauchen wir für den Motor jetzt eigentlich nicht mehr. Als nächstes arbeiten wir an der Zündungsseite weiter. Hier müssen wir die 17er Mutter aufmachen. Dafür nehme ich meinen Akkuschlagschrauber. So, jetzt haben wir hier die Mutter offen. Hier drinnen sitzt eine kleine Beilagscheibe. Die kriegen wir hinaus, indem wir den Motor etwas schwenken und ganz leichte Schläge. Polrad geben. Das ist diese Scheibe, gehört quasi zusammen. So, als nächstes kommt auch schon unser erstes Spezialwerkzeug zum Einsatz, ein Polradabzieher. Der wird hier hineingeschraubt. So, hier haben wir 19er Schlüsselweite. Das Ganze kann man von Hand machen, in dem Fall nutzen wir wieder unseren Akkuschlagschrauber. Und schon ist das Polrad gelöst. Polradabzieher brauchen wir jetzt für den ganzen Motor nicht mehr. So, ich mache ganz gern alle Teile von der Zündung ins Polrad. Polrad ist magnetisch, somit können wir das nicht verlieren. Als nächstes hier oben diese Schrauben. In dem Fall sind jetzt drei Kreuzschrauben verbaut. Die löse ich jetzt von Hand an. Die sitzen nämlich teilweise relativ schwer. Und damit wir nicht
den Kopf beschädigen, machen wir das von Hand. Und als nächstes dann wieder mit dem Akkuschrauber. So, dann können wir die Schrauben ausbauen. Die geben wir wieder ins Bohlrad. Dann legen wir die Zündung auf die Seite. Hier mache ich mir gerne, das sieht man jetzt auf dem Video nicht, aber hier ist eine kleine Kerbe, wo die Grundplatte quasi montiert ist. Diese Kerbe verstärke ich etwas. So, und jetzt weiß ich genau, wo die Grundplatte montiert war. Und dann gibt es da keine Probleme später. Als nächstes, der ist ein bisschen zu groß gewesen, brauchen wir hier den Torx. Ist ein 25er Torx. Je nach Baujahr kann da ein Kreuzschrauben verbaut sein. In dem Fall sind es Torx-Schrauben. Ist eigentlich am meisten verbreitet bei den Zündungen. Jetzt können wir die ganze Zündung ausbauen. Ich habe da jetzt schon mal vorsorglich die Kabel mit zwei Kabelbindern zusammengebunden. Tue ich mir einfach viel leichter. Und wir sehen schon unseren ersten Schaden. Hier hat es den Kurbelwellensimmering komplett hinausgedrückt. Der müsste normalerweise plan im Motor drin sitzen. Hat es komplett hinausgedrückt. Nicht sehr gut, denn so kann der Motor Falschluft sein. Als nächstes bauen wir unseren Bohlradkeil aus. Das ist dieser Keil hier. Der sorgt einfach nur dafür, dass das Bohlrad zentriert ist. So. Jetzt da müssen wir den da rausfischen. So, das ist der Bohlradkeil, ganz kleines Bauteil. Wie immer, dass wir nicht verlieren, ins Bohlrad. Und jetzt haben wir die komplette Zündung abgebaut. Als nächstes, wenn wir schon auf der Seite arbeiten, nehmen wir die Achternuss und machen mal alle Schrauben auf. Wenn man hier die Schrauben öffnet, empfiehlt es auch gleich die Schrauben aufmachen, denn meistens kommt man da nicht gescheit drauf, weil die Schraube hier zu lang ist. Jetzt haben wir schön eine Schraube verloren. Das sind einmal die Motorblock-Schrauben, die hier verbaut waren. Schrauben entsorgen wir, denn die kommen alle neu. Dann können wir das hier abmontieren. Hier brauchen wir dann den größeren Torx. Genau, das ist jetzt in dem Fall ein 27er Torx. So, jetzt haben wir das Ansaugsystem, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Ansaugsystem locker geschraubt, können wir den Ansaugstutzen abmontieren und der Membranblock, der steckt meistens etwas fest. So. Jetzt sind wir auf der Seite eigentlich fürs erste komplett fertig. Wir drehen jetzt noch die Zündkerze hinaus. Wie man sehen kann, Zündkerze hat auch schon mal bessere Tage gesehen. Und wir machen jetzt einen Kolbenstopper hinein. Das ist unser zweites Spezialwerkzeug. Und damit können wir den Motor blockieren und einfach vor dem Durchdrehen verhindern. Und wieso wir das brauchen, sehen wir dann auf der Kupplungsseite. Drehen wir den Motor einmal. So, in dem Fall Wasserpumpendeckel ist jetzt schon abmontiert. Das sind einfach nur drei Schrauben. Wieder Achternuss, dann ist das herunten. Und dann können wir den Wasserpumpendeckel auf die Seite legen. Als nächstes die anderen.
Die Schrauben kommen natürlich auch neu. Jetzt haben wir den Kupplungsdeckel gelöst. Der lässt sich normalerweise leicht abbauen, indem man einfach diesen Kupplungshebel, der normalerweise in diese Richtung arbeitet, in die entgegengesetzte Richtung drückt. Wunderbar, so wie ich es gesagt habe. Und jetzt da kann man, jetzt schaue ich immer, dass ich den Kickstarter drinnen lasse und kann man den quasi sauber hinunterziehen. Und schon hat man einen Kupplungsdeckel abgebaut. Kupplungsdeckeldichtung kommt natürlich neu. Können wir gleich entsorgen. Kupplungsdeckel legen wir mal auf die Seite. Da kommt dann später die Wasserpumpe neu. Wasserpumpen-Simmerringe. Hier der Simmerring vom Kickstarter und der Simmerring von diesem Hebel. Hier kommt dann noch die Ablassschraube wieder hinein. Da kommt der neue Dichtring drauf. Aber das machen wir in einem anderen Video. So schaut jetzt die Kupplungsseite aus. Jetzt ziehen wir den Kickstarter hinaus. Da kann es oder ist es oft behilflich, wenn man hier die Kupplungstrommel etwas bewegt. Genau. Und schon haben wir den Kickstarter. Jetzt ist noch wichtig, im Motor ist eine Reibscheibe. Die kommt hier drauf. Und hier ist eine Reibscheibe. Und das ist die komplette Kickstarter-Einheit und die können wir jetzt ebenfalls auf die Seite legen. So, als nächstes müssen wir die Kupplungsschrauben lösen. Dafür brauchen wir wieder einen Kreuzschraubenzieher. In dem Fall nehmen wir einen Bit mit Ratsche. Ja, und die waren in dem Fall zum Beispiel sehr fest. Und hier sieht man auch schon, wieso wir den Kolbenstopper montiert haben. Denn dann wird der Kolben quasi blockiert und wir können das Ganze sauber lösen. So. Da muss man nur aufpassen, dass man die Schraube jetzt nicht irgendwie abnutzt. Wäre sonst wieder schwierig zum Öffnen. So, das sind die Kupplungsschrauben mit Federn, können wir entsorgen, denn der Kunde kriegt eine verstärkte Kupplung. Jetzt die Druckplatte, kann man theoretisch, jetzt lasst ihr sie nicht so leicht runterziehen, Schlitzschraubenzieher und einmal ganz vorsichtig hineinhebeln, klebt meistens auf der Reibfläche fest. In dem Fall schaut die gut aus, können wir auf die Seite legen. Als nächstes hebeln wir hier ganz leicht unter das Kupplungspaket, 4-Scheiben-Kupplung. Wird entsorgt, denn der Kunde bekommt auch eine verstärkte Kupplung. Als nächstes müssen wir hier die Mutter von der Kupplungstrommel lösen. Die hat hier so ein Sicherungsblech. Das Sicherungsblech wird auf einer Seite umgebogen und das müssen wir jetzt wieder zurückbiegen. In dem Fall nehmen wir jetzt wieder einen Schlitzschraubenzieher. So, jetzt haben wir das großteils wieder umgebogen und jetzt brauchen wir wieder eine 19er Mutter. Eine Nuss. Jetzt haben wir das Blech wirklich schön glatt geklopft. Und jetzt kommt unser drittes Spezialwerkzeug zum Einsatz. In dem Fall jetzt zum Kupplung einhalten. Denn wenn wir da jetzt drehen würden, wenn man einen starken Schlagschrauber hat, kann man es vielleicht öffnen. Spätestens dann beim Festziehen braucht man aber ein Werkzeug. Entweder man nimmt sowas oder man nimmt zwei alte Kupplungsscheiben und schraubt die zusammen. Geht auch. In dem Fall, das ist jetzt die saubere Lösung. Und jetzt der Schlagschrauber. Dann kann man hier den Hebel so nehmen. Und schon hat man das geöffnet. Werkzeug wieder weg. Brauchen wir dann erst wieder beim Zusammenbau. Und jetzt können wir das Ganze ausfädeln. Wir haben einmal eine Mutter, dann haben wir hier ein Sicherungsblech und die innere Kupplungstrommel. Auf der inneren Kupplungstrommel, auf der Unterseite ist eine Scheibe. Das lassen wir gleich alles zusammen. Und dann kommt der Kupplungskorb selber. In dem Fall ist es jetzt noch ein gleitgelagerter. Da gibt es auch Unterschiede. In dem Fall Gleitlager und sonst ist es nadelgelagert. Können wir auf die Seite geben. Jetzt haben wir da unten eine Scheibe, Schlitzschraubenzieher und vorsichtig hinaushebeln. Und schon ist eigentlich die komplette Kupplungseinheit abgebaut.
So, als nächstes haben wir hier die Schaltwelle. Lässt sich einfach nur durch hinausziehen, rausziehen oder hinausheben. In dem Fall aufpassen, da ist eine Reibscheibe. Wie man vielleicht gesehen hat, habe ich gleich geschaut, dass die nach oben kommt. Wenn die nach unten im Motorblock festklebt, einfach hier hinauf tun, dann können wir das gleich ein bisschen säubern. Und das ist die Schaltwelle. Ist auch ein Bauteil, was beim D50B0 Motor relativ gerne kaputt wird. Ja, gibt es aber in verstärkter Version bei uns, ist also auch kein Problem. In dem Motor ist sie ist jetzt, oder in dem Fall ist sie intakt. Können wir auf die Seite legen. So, jetzt dann müssen wir dieses Zahnrad hier, das für den Kickstarter quasi zuständig ist, mit einer Sägeringzange abmontieren. In dem Fall Sägering vorsichtig auseinanderdrücken. Das ist dieser Sägering. Dann können wir das Ritzel nach oben hin hinausheben. Und dieses Ritzel hat oben eine Reibscheibe und unten eine Reibscheibe. Und die ganze Einheit lassen wir zusammen und können wir dann auf die Seite legen. So, als nächstes lösen wir die Mutter vom Primärritzel. Da ist es nur wichtig, nachdem wir den Kupplungskorb jetzt gelöst haben, ist das quasi in die falsche Richtung gestanden, weil sie das ja so dreht. Und wenn wir jetzt mit dem Schlagschrauber sofort ansetzen würden, dann würde der Kolben quasi einmal sich drehen oder einmal um 180 Grad nach oben fahren und dann würde er gegen den Kolbenstopper knallen. Und jetzt da drehen wir das einfach so, dass es quasi schon auf Anschlag ist. Und jetzt da brauchen wir nur eine 15er Nuss. 15 Schlagschrauber. So, in dem Fall hat jetzt der Schlagschrauber ein bisschen länger gebraucht. Mutter ist gelöst. Spezialwerkzeug Nummer 4, unser Primärabzieher. In dem Fall drehe ich jetzt wieder das Ritzel, Primärritzel in die andere Richtung. Montiere den Abzieher. So. Jetzt sitzt der oben. Und jeder, der so einen Motor schon mal zerlegt hat, weiß, wie schwierig teilweise dieses Ritzel hinuntergeht. Und mit diesem Spezialwerkzeug ist das einfach super easy. Und was. Ritzel ist herunten, das haltet einfach extrem stark über den Konus. Hier ist eine Nut drinnen und hier in der Kurwelle theoretisch auch. Da kommt bei den normalen D50B0 Motoren aber kein Keil hinein. Das glauben die meisten. Da würde auch ein Ballradkeil hineinpassen. Ist nur bei den D50B1 Motoren der Fall. Die haben dann hier eine Ausgleichswelle und da muss das dann quasi zusammenpassen. Bei den normalen Motoren ist das nicht. D50B1 und D50B0 mit Kickstarter, mit E-Starter und die ganzen Themen werden wir in einem anderen Video behandeln. So, jetzt ist der Motor eigentlich schon mal so ziemlich zerlegt. Wir sehen jetzt schon bei dem Motor wieder noch ein Problem, da nicht nur der Kurven Simmering auf der Zündungsseite hat es hinausgedrückt, sondern auch auf der Getriebeseite. In dem Fall kann der Motor jetzt aber nicht Falschluft sagen, sondern Getrieweöl. Ist definitiv auch nicht gut. Hier haben wir im Shop so ein Sicherungsblech, auf das werden wir in einem anderen Video mal näher eingehen. Aber wie man sieht, eigentlich ein relativ häufiges Problem, vor allem kupplungsseitig, zündungsseitig eher nicht. Und ja, in dem Fall hat der Motor scheinbar schon einige Probleme gehabt. Jetzt sind wir da fast fertig. Wir lösen jetzt noch den Schaltstern. Das ist ein kleiner Imbus. So, kleine Imbusschraube. Ich sage es gleich, diese Imbusschraube neigt sehr gern dazu, abzunutzen. Ah, in dem Fall haben wir Glück und lässt sich das wirklich sauber lösen. Im schlimmsten Fall muss man da probieren, entweder einen Torx-Bit hineinklopfen oder das Ganze anders machen, eine Mutter aufschweißen etc. Kann oft wirklich schwierig sein. In dem Fall war es jetzt einfach. Ist nur eine Scheibe mit der Imbusschraube. Und als nächstes, das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen schwer zu zeigen, haben wir hier den Schaltstern und so einen Arretierhebel. Und diesen Hebel tun wir mit einem Schlitzschraubenzieher auf die Seite halten. Und jetzt nehmen wir eine kleine Zange und können diesen Scheren dann nach oben hin hinausziehen. So. Genau, jetzt können wir den Hebel wieder zurücklassen. Das ist euer Schaltstern. Das ist neutral. Dann, jetzt muss ich überlegen, neutral,
erster Gang, zweiter Gang, dritter Gang, vierter Gang, fünfter Gang und sechster Gang. So, als nächstes müssen wir den Motor wieder einmal um 180 Grad drehen. Wir können, so ist richtig, jetzt den Kolbenstopper abmontieren. Brauchen wir dann im Endeffekt erst wieder später für die Montage. Als nächstes montieren wir den Zylinderkopf ab. Sind in dem Fall wieder die ganz klassischen M6-Schrauben mit Sechskant, 8 mm. So, jetzt können wir die Schrauben hinausziehen. Schrauben, wie schon wissen, kommen neu. Das ist der Zylinderkopfdeckel, noch mit dem originalen Thermostat. Thermostat entfällt, werden wir auch in einem anderen Video behandeln. Ist nämlich leider sehr häufig, dass das kaputt wird. Und dann kann es passieren, oder dann passiert es, dass der Motor überhitzt. Ja, kann man nicht brauchen. Als nächstes brauchen wir eine Nuss mit 10 mm. So, jetzt haben wir die vier Muttern abmontiert, sind häufiges Kupfer und die könnte man theoretisch wiederverwenden. In dem Fall werden wir sie neu geben, werden dann später einfach nur mit dem passenden Drehmoment angezogen. Vorsicht ist nur geboten bei den Kupfermuttern, wenn man es anzieht, denn die halten nicht so viel Drehmoment aus. Deswegen da muss man ein bisschen aufpassen. So, als nächstes können wir die Brennraumkalotte abmontieren. Schaut so aus, ist in dem Fall jetzt eigentlich recht sauber. Da können wir dann später die Dichtfläche reinigen. Dieser O-Ring, den werden wir später noch abmontieren. Ja. Hier haben wir jetzt eine Zylinderkopfdichtung. Hat definitiv auch schon bessere Tage gesehen, ist aber egal, kommt die neue. So, als nächstes montieren wir den Zylinder ab. Und so schaut das Ganze aus. Was mir jetzt Spannendes auffällt, da hat schon jemand wirklich sehr viel herumgetrickst. Das ist ein originaler Piaggio-Zylinder, 50 Kubik, einfach so wie der Motor quasi ausgeliefert worden ist, aber da hat schon mal jemand einen anderen Kolben hineingemacht und in dem Fall steht hier auf dem Kolben Airsal oben. Das heißt, da hat jemand einen Airsal-Kolben in einen 50 Kubik Originalzylinder verbaut. Macht nicht so viel Sinn, denn Airsal macht meistens Aluzylinder, der originale Zylinder ist ein Gusszylinder. Und das passt erstens mal überhaupt nicht zusammen von den Ausdehnungswerten. Und ja, also da hat schon mal jemand wirklich sehr böse herumgearbeitet. In dem Fall jetzt beim Zerlegen können wir den Kolben auf der Kurbelwelle montiert lassen. Wir lösen hier die Mutter von unserer Vorrichtung. Jetzt können wir wieder auf die Seite gehen. Denn jetzt da kommt der wirklich spannende Part. Jetzt wird der Motor gespalten. So. Jetzt machen wir ganz schnell Platz. Denn diese ganzen Werkzeuge brauchen wir nicht mehr. Und jetzt da kommt unser selbstgebautes Werkzeug zum Einsatz. Das können wir hier hineinschrauben. Und jetzt da können wir dann mit dieser Schraube, da ist oben eine 17er Schlüsselweite, den Motorblock auseinanderdrücken. Und dann müssen wir normalerweise nicht wirklich viel klopfen. Im schlimmsten Fall, wenn der Motor nicht auseinander geht, nehmen wir einen Schonhammer und können dann vorsichtig quasi diesen Motorblock spalten. So. 17er Schlüsselweite. Ja, und wie man sieht, Motorblock geht wirklich super sauber auseinander. So können wir quasi schauen, dass da wirklich nichts beschädigt ist. Jetzt müssen wir da ganz vorsichtig auf die Getriebewelle klopfen, dass sich das ein bisschen löst. Jetzt haben wir das Spezialwerkzeug abmontiert.
So, jetzt können wir die Blockhälfte nach oben hin hinausziehen. Jetzt drehen wir sie auf die Seite. Und jetzt ist wichtig, jetzt sehen wir hier das Getriebe und die Kurbelwelle. Und hier in der anderen Blockhälfte sind zwei Passscheiben. Und diese kleine Passscheibe kommt zuerst hinauf auf die Getriebeausgangswelle, dann kommt die große Passscheibe und so schaut das Ganze aus. Hier auf der Schaltwalze ist auch eine Passscheibe, die lassen wir jetzt hier montiert. In dem Fall können wir jetzt die Blockhälfte, können wir die alte Dichtung wegtun, das wird dann später noch besser gereinigt. Ja, wir geben das jetzt mal auf die Seite und jetzt können wir schon das Getriebe ausbauen. Ist eigentlich auch nicht so schwierig. Ja, da lassen wir es lieber so. Dafür brauchen wir eine Spitzzange. Unsere ganzen Reibscheiben und Bassscheiben etc. lassen wir drauf. Als erstes bauen wir den kleinen Bolzen mit der kleinen Schaltgabel aus. Als nächstes dann den langen Bolzen mit den zwei großen Schaltgabeln auf die Seite legen. Jetzt können wir unsere Schaltwalze nach oben hin hinausziehen. Und jetzt ist noch wichtig, meistens bleibt im Block diese Scheibe kleben, kehrt aber auf die Schaltwalze. Das heißt, wir haben unten eine Reibscheibe, oben eine Reibscheibe und das ist eure ganze Schaltwalze. Können wir auf die Seite legen und jetzt da lässt sich auch super einfach der lange Bolzen mit den zwei Schaltgabeln ausbauen. In dem Fall braucht man jetzt nicht unbedingt auf was achten, denn die sind komplett baugleich. Das heißt, man kann die ja vertauschen und dann später wieder so einbauen. Ist komplett dasselbe Bauteil. So, als nächstes können wir schon die zwei Getriebewellen ausbauen. Ich tue gerne da den Block ein bisschen so auf die Seite legen. Dann greife ich unter das Getriebe und hebe das ganze Getriebe hinaus. So. Jetzt haben wir da die zwei Getriebewellen und in der Blockhälfte selber ist diese Distanzscheibe. Und so schaut das Ganze aus. Wir haben hier die Eingangsgetriebewelle. Da kann man eigentlich nicht viel passieren, die ist komplett verpresst und besitzt keine Reibscheiben. Und die Welle, da muss man aufpassen, da sind die Zahnräder bis auf die inneren zwei, glaube ich, sind alle zusammengesteckt. Und da ist einmal eben die kleine und die große Reibscheibe drauf. Zuerst die kleine, dann die große. Und auf der anderen Seite ist diese dicke Bassscheibe. So, das ist das komplette Getriebe. Und jetzt da bleibt uns eigentlich nur mal ein leeres Motorgehäuse mit einer Kurbelwelle. In dem Fall, haben wir schon gesehen, können wir die Kurbelwelle eigentlich rausziehen. Genau, es kann aber, weil in dem Fall werden auch die Lagersitze von der Kurbelwelle schon defekt sein. Es kann sein, dass man das auspressen muss oder vorsichtig hinausklopfen. Ja, das ist die Kurbelwelle, defekte Lagersitze, wahrscheinlich passt der Rundlauf auch nicht mehr. Bläulager ist kaputt und die Hauptlager sind kaputt, also das kommt einfach weg und ja, so schaut das Ganze aus. Wir werden jetzt noch den Motorblock reinigen, alle Lager ausbauen, die kompletten Dichtflächen sauber abziehen und dann eben neue Getriebelager einpressen. Dann kommt eine verstärkte Goose Racing Kurbelwelle hinein mit C4 Lager und dann wird es komplett neu aufgebaut. Werden wir in einem anderen Video behandeln. In dem Video geht es eben nur darum, wie man den Motorblock zerlegt und so schaut das Ganze aus. So zerlegt man einen Derby D50B0 Motor. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal.